noch mal die Frage, ob wir, Herr Masiek, gucken uns mal zusammen eine Untersuchung des ZDF-Politbarometers an, wie groß das Misstrauen der Deutschen gegenüber den Türken ist und wie sehr Sie eigentlich das Gefühl haben, dass die türkische Gemeinde sich integrieren möchte. Das ist hochinteressant, um nicht zu sagen erschreckend. Spüren Sie, war die Frage, als Moslem, also tun die Muslime genug für die Integration? Ja, sagen 10% der Deutschen, nein, sagen 79% der Deutschen und weiß nicht, sagen 11% der Deutschen. Ist das eine Zahl, die Sie erschreckt, oder ist es eine Zahl, von der Sie sagen, im Grunde müssen wir uns darüber nicht wundern? Nee, wir müssen uns in der Tat nicht wundern. Und wenn ich mal selbstkritisch sein darf, dann würde ich mir auch mehr wünschen, gerade von unseren muslimischen Bürgern, dass sie noch mehr tun, sich auch hier integrieren, sich eingliedern, dass sie ihre zum Teil auch vorhandenen Ghetto-Weisen und Lebensweisen, dass sie das aufgeben und dass sie sich sozusagen hier in diese Gesellschaft mit einbringen. Mhm. Natürlich wird es Ihnen gerade nicht einfacher gemacht. Wir erleben ja ständig diese Angstdebatten, die wir jetzt haben, oder auch zum Teil Generalverdachtsdebatten. Aber das ist dann öfters für Sie eine Ausrede. Und für Fundamentalisten und Extremisten ist das sozusagen das Wasser auf den Mühlen. Sie können dann sozusagen bestens argumentieren, schaut her, die muslimische Gemeinde wird hier nicht angenommen in diesem Land. Das hat sowieso keinen Sinn. Geht zurück in eure Ghettos oder geht zurück in eure Schneckenhäuser und vermengt oder vermischt oder geht nicht zusammen mit dieser Gesellschaft. Okay, fragen wir hier auch noch mal eine Praktikerin.